Und weiter geht die wilde Fahrt. So, wir sollen ein... Was sollen wir ausschalten? Ein Geschütz. Ich habe jetzt die Abkürzung nicht ganz mitbekommen. GS irgendwas. Ein GS-Geschütz. So, Jungs. Vorrücken, vorrücken. Leute. Und ich habe immer noch die scheiß Knarre. Junge, 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 Junge. Gibt mir doch eine oder andere Waffe. Werfe eine Granate! Ja, toll. Die war wohl nix. Keine Granaten mehr, verdammt. Okay, wo seid ihr? Oh, ich habe wieder Munition für das Ding. Sehr gut. War da einer von denen, ja. Du, nimm dein Knie weg, Junge. Ach, die Kanone meinen die. Okay. Da kommt sie. Feuer! Granate! Hey, du blöder Hund. Nicht von hinten. Von hinten gibt's kein Kindergeld, Leute. Hier müssen ja noch ein paar sein, oder? Ich bin dran, ich bin dran. Oh, 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 oh. Jetzt krieg ich aber ordentlich einen auf den Latz. Oh, Leute. Du kannst halt nicht nachladen, indem du einfach in Deckung gehst oder so. Das funktioniert halt hier nicht. Ja, haut ab jetzt endlich. Ui, ui, ui. Das ist ein Stress. Die Kanone zerstört. Verstanden! Jawohl, verstanden! Ich komme! Gib mal deine Munition her, komm. Ich brauche Munition, Lieutenant. Danke. So, jetzt jagen wir das Ding hoch, oder? Ist klar. Mache ich. Explosion! Ja, noch nicht. Upsi. Gute Arbeit, Daniels. Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Junge, 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 Junge. Okay. Ich kann es in keinem Spiel dieser Welt lassen. Gute Arbeit, Daniels. Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Oh, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Ja, pass auf, der Feind ist da hinten. Ich glaube. Ah, Gott. Ich glaube, ich bin der größere Feind. Was ist denn hier los? Es gab zu viel. Achso. Ich komme, Jungs, ich komme, Chef ist da. Alles wird gut. Guten Tag. Daniels. Ach. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen.
Wird er wieder gesund? Ja. Sie haben ihn zusammengefleckt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast. Ja, bitte. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Rückenkopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Oh, der Coole. Du hast eine Eins auf dem Helm. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Immer. Danke, Sir. Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Oh ja. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber eins ist sicher, er war heute nicht mit uns am Strand. Vermutlich nicht. 0 von 3 gefunden, Heldentaten 0 von 2 ausgeführt. Oh Gott, ich bin ja so gar kein Held. Leute, ich bin nicht freiwillig in diesem Krieg. Ich wurde dazu gezwungen. Ah. So, D-Day, haben wir das abgeschlossen sozusagen, oder was? Ja. Dann geht's jetzt weiter mit Operation Cobra am 25. Juli 1944. Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Oh ja. So, hier gibt's auch wieder einiges zu finden. Ja, naja, gut. Mission starten. Die Jungs und ich... Wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen Lamotta. Schmeling würde Lamotta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staaten. Genug davon. Okay. Was ist mit Lewis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Lewis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sieh an, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassmann selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Uiuiuiui. Wir rücken ab! Na los, na los! Ja, die rücken ab. Lass uns mal ein bisschen rumgucken hier. Was rücken denn? Was? Hi. Guten Tag. Okay. Hallo. Nicht chillen, Freunde. Kämpfen. Was denn du da? Okay. Hast du das von Sergeant Percy gehört? Nur, dass er gefallen ist. Ja, er wollte sich ergeben. Und die Bastarde haben ihn über den Haufen geschossen. Ja, an manchen Stellen sieht man schon, dass das Spiel aus dem Jahr 2017 ist, ne? Das ist nicht so verkennt. Ich weiß gar nicht, wie viele Updates es da gegeben hat von der Engine oder sowas in der Richtung. Aber ich glaube gar nichts, ne? Ja, zum Beispiel da hinten sieht man das schon, ne? Da hat man einfach an der Auflösung ordentlich gespart. Aber na gut, so war das damals. Das ist ja nur schon ein paar Jährchen her. Wenn man bedenkt, wir haben aktuell 2024 und da sah das schon für 2017 richtig geil aus, ne? So, Jungs, wie sieht's aus? Davis will, dass wir Gehen wir! Nacht einnehmen. Guten Tag. Nee, nicht. Kinderspiel. Kinderspiel, na klar. So. Panzer ist getankt. Dann hopfen wir rauf. Hey.
So eine Wunde ist erst in 8 Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, Ihr Wort, ja? Das ist einen feuchten Dreck wert. Es geht Ihnen gut, hä? Huh? Ja. Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. Jetzt tritt ihm noch auf den Fuß. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Ja. Willst ja unbedingt mitkämpfen, ne? Wärst noch im Hospital geblieben? Hättest dich ein bisschen mit den Krankenschwestern vergnügt? Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Auf geht's. Sie fahren ganz schön ruppig los, mein Freund. Unterm Strich hältst du tapfer durch. Danke. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Passerin-Pass. Hab meinen Freund verloren. Ja, brachte ihm Artikel 15 und eine Degradierung. Er musste so streng sein. Seine Männer haben bezahlt. Die Mission war ein Reinfall. Ein Massaker. Die Nazis waren gnadenlos. Wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln. Ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren. Turner ist noch nicht drüber weg. Er war es auch, der ihn angeschwärzt hat. Aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet, wird das gestrichen. Wir sind also eine Streichkolonne. Ja, langsam kapierst du's. Deshalb wird er niemals aufgeben. Er tötet, um's zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Scheit futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiß auf, Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hä? Barbecue. Keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Nur ein Deutscher. Daniels hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart, Marlene Dietrich. Gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen. Die Druckerpresse, Elektronenmikroskop, Frankfurter Atombombe. Hört ihr das? Es kommt hierher! Bei Stukas! Mierda! Was heißt hier weg vom Panzer? Die sind doch zu unserem Schutz da. Runter von der Straße! Wir umbringen sie! Los! Wir müssen unsere Shermans beschützen. Das ist Plattfeuer, was wir da hören. Wir müssen eine ihrer Kanonen einnehmen und diese Stukas runterholen. Wir sind hier Scheune! Okay. Alle runter! Hey, hey, hey. Markiert sie links und rechts! Los, los, los! Absolut, ja, fahrende Särge, da hast du recht. Ich verstecke mich hinter diesem Strohballen. Da trifft mich so ein MG-42 nicht. Granate! Da lag eine Kuh. Aber wie schnell die spritzen die Munition durchhageln, ne?
Wahnsinn. Komm her, Digga. Lass mal deine Muni hier. Dankeschön. Okay, das habt ihr alles sicher hier. Oh. Danke. Ja, damit. Hier drüben. Habe ich meine Waffe schon wieder verlegt? Ah. Meine gute Waffe. Verdammt. Meine MG42 jetzt nehmen macht keinen Sinn. Ja, wie viel die aushalten mit dieser Waffe hier? Das ist doch kacke. Los, vorrücken, vorrücken, vorrücken! Da haben die doch mit Sicherheit durch solche Heuhaufen, haben die doch locker durchgespritzt, oder? Ich meine, da warst du doch nicht sicher hinter einem Heuhaufen. Gut, ich hatte vielleicht keiner sofort gesehen, aber sicher warst du doch da nicht. Ich habe nur noch 15 Schuss, Leute. Hat mal einer Munition für mich? So, 15 Schuss. Es geht dahin. Ja, damit. Keine M1 dabei. Der feine Granate! Jawohl. Wir sind sowas von wachsam, das glaubst du ja nicht. So, Munition, Mann. Munition, Mann. Komm mal her. Ich brauche mehr Munition, Sir. Ja, damit. Achtung, Daniels. Dankeschön. Hallo. Oh. Eine illegale Brennerei gefunden, ja. Lade nach! Beim Holzkarren! Lösch die Flak! Heute nehmen die Ausreißer aus und helfen unseren Panzern! Jawohl, mache ich. Mehr. Die Bomber machen unsere Panzer fertig. Schalten Sie sie auf. Da kommen Sie. Wo, wo, wo? 1 Uhr. 1 Uhr. Kannst du nicht Deutsch? Ziel zerstört. Wo denn? Wo denn? Sorry.
Ja, ich kann das. Ziel zerstört. Hier hast du nicht drauf. Noch nicht. 4 Uhr. 4 Uhr? Schon 4? Er stürzt ab. Er geht runter. Upsi. 10 Uhr hoch! Das waren alle. Gut gemacht, Daniels. Danke. Na, Junge, Junge. Hey, Perez. Alles okay? Meine Kumpel Mills hat's in einem Hinterhalt erwischt. Aber das haben sie bezahlt. Die Stellungen sind durch Parks geschützt. Wir müssen uns darum kümmern. Okay. Pearson, führen Sie ein Schützenteam durch die Plantage und suchen Sie einen Übersichtspunkt. Schwächen Sie die Pucks, ich leite den Angriff mit Perez. Ja, Sir. Daniel, Jasmine, Sie kommen mit. Na los. Immer muss ich mit, weiß sie eben nicht, dass ich mal irgendwie sitzen bleiben könnte. Nee, oder Käffchen trinken, nee. Ich will einfach nur mal sitzen. Oh, das ist ja nett. Was habt ihr hier? Hallöchen. Kriege ich so einen? Hallo, kriege ich den? Bitte. Nichts. Perez sagte Pack 38er, oder? Was sind das für Dinge? Deutsche Artillerie. Panzerkiller. Hast du das Memo nicht gelesen? Panzerkiller. Jawohl. Gegen Panzerkiller ausrichten. Das habe ich mich auch gefragt. Oh, Äpfel. Bitte? Na, was haben wir denn da? Der Apfelhain, der Apfelhain, da möchte ich heute gerne rein ins ein kleines Äpfelchen rein. Oh. P47. Jawohl. Verdammt. So. Wäre ich nur schneller an der Flak gewesen. Ja, ich bin schuld, ich weiß. Fertig. Ich weiß, dass ich schuld bin, ganz allein. Ihr seid Kameraden. Zivilisten. Das ist ein Kriegsverbrechen. Sag bloß, Streber. Ja. Wir kämpfen hier gegen Nazis. Hier rüber. Hier ist ein Aussichtspunkt. Oh. Gibt es hier zufällig eine andere Waffe? Oh. Wir müssen die Schützen ausschalten. Na, das ist doch ideal. Mache ich. Halt sie mal stille, bitte. Direkt ins Publoch. Entschuldigung, ich muss mal weg. Muss ich denn eigentlich jetzt hier allein hier oben bleiben, oder? Kann ich mir meine Kanonenbüchse wieder nehmen? Wo auch immer sie hin ist. Jetzt haben die meine Knarre... Ach hier. Wollte schon sagen. Alles sicher. Na, ist doch gut. Oh. Verbündete Panzer kommt über die Gräben. Da, 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 da. Sammeln Sie sich hinter einem der Panzer. Jawohl, mach ich. Hinter den Panzern sammeln. Alle Mann sammeln. Oh. Sammeln. Sammelt euch hinter den Panzern. Ja, ich würde ja gerne erstmal Munition fassen, Leute. Dankeschön. So. Noch was? Sammelt euch hinter den Panzern! Ja, schreit doch nicht so rum. Müsst ihr erstmal gucken, was es hier so gibt. Vielleicht liegt da hier was rum, was ich gern... Hinter den Panzer! Boah, der nur so ein Stress, weißt du? Wohin denn? Da? Okay. Ich komme zu eurem Panzer, ihr schreit mich nicht so an. So, guten Tag. Kann losgehen. Ich bin bereit. Vorwärts. Hoppala. Du kriegst deine Knarre? Werfe eine Granate! Oberstübchen, hat er gesagt. Das habe ich ja schon lange gar nicht mehr gehört.
ins Oberstübchen. Das ist aber auch kein Begriff, den ein Ami jemals verwenden würde, oder? Oberstübchen. So, Jungs, ich bin da. Ihr seid alle gerettet. Gibt's denn hier mal... Bist du sicher? Ich brauche hier offenes Visier, Leute. Gibt's denn hier nicht was Gescheites? Nur so ein Mist. So, ich gehe mal hier rein, ja? Tag. Oh, jetzt habe ich den Falzen erschossen. Entschuldigung. Bist du wieder hoch oder bist du... Nee, du bist durch. Entschuldigung, passiert im Krieg. Vielleicht kämpfe ich auch heimlich für die Deutschen. Ja. Sozusagen hier, ne? Doppelagent. Eieieiei. So, moin. Wie sieht's denn hier aus, Jungs? Sassman, du bist ja... Und hopp. Granate geworfen. Ja, Amerikaner, richtig. Daniels, mein Name. Das kann ich nicht verwenden, schade. Uiuiuiui. Hat aber schönes. Habe ich noch eine Granate hier? Da ist eine Granate! Für euch, Jungs. Ja, so läuft das doch. Oh oh. Sassman, ich brauche mal ein bisschen Energy von dir. Ja, komm her. Ja, damit. Danke. Ich danke dir recht herzlich, mein Freund. Warte, ich komme hoch. Warte, warte. So. So, wo wird denn hier noch geballert? Zerstören, okay. Ich habe leider auch keine andere Knarre dabei. Doch, da. Ja, hier liegt es doch überall rum, das geile Zeug. So, Achtung, es geht los. Aber gern doch. Dafür bin ich da. Eieieiei. Und ihr seid dafür da, ein Däumchen nach oben zu hinterlassen. Das wäre ein Träumchen. Und da sehen wir uns wieder in der nächsten wilden Schlacht hier in Call of Duty. World War II. Dankeschön.